das piekst. Trotz Gartenhandschuhe an einem stacheligen Rosenbusch verletzt. Moment, da stimmt etwas nicht. Oder etwa doch? Ja, du hast richtig gehört. Rosen haben keine Dornen, sondern Stacheln. Und auch zwischen den beiden Begriffen gibt es in der Botanik Unterschiede. Los geht's mit Gartenwissen für zwischendurch. Was ist ein Stachel? Ein Stachel ist eine Ausstülpung der Rinde und kann relativ leicht abgebrochen werden. Es bleibt ein heller, meist ovaler Ring oder Fleck auf der Rinde zurück. Der bekannteste Pflanzenvertreter mit Stacheln ist die Rose. Was sind Dornen? Bei Dornen handelt es sich um einen sogenannten verholzten Kurzspross. Dies bedeutet, dass er eigentlich ein ganz gewöhnlicher Zweig ist, allerdings sehr spitz am Ende und auch relativ kurz. Dornen können gerade oder auch stark gebogen sein. Man kann sie nicht an der Rinde abbrechen, sondern nur mit einer Gartenschere direkt an der Rinde abschneiden. Die bekanntesten Vertreter mit Dornen sind zum Beispiel Weiß-, Rot-, Scharlach- oder Hahnendorn, aber auch Kakteen besitzen Dornen und keine Stacheln, wie man zuerst meinen könnte. Wir hoffen, du konntest bei diesem Video wieder etwas neues Wissen mitnehmen. Über einen Like oder einen Kommentar würden wir uns sehr freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, empfehlen wir dir zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal!